never listen. Still I'm going, no swishing. Shots of rum in the picture. I take the time, get me rich. Got the thought so intact. Jo Leute, was geht ab? Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video von dem guten alten Waldi. So Leute, viele haben mich in letzter Zeit schon gefragt bezüglich einer bezüglich eines Motorradführerscheines. Was lohnt sich eigentlich? Was sollte man machen? Was sollte man nicht machen? Welcher Führerschein lohnt sich? Lohnt sich der 125er und so weiter? Heute erzähle ich euch mal, wie ich angefangen habe und ja, was ich so empfehlen könnte, beziehungsweise was könnte man alternativ stattdessen machen. Ich habe damals so angefangen und zwar habe ich als allererstes einen Mofa-Führerschein gemacht. Ja, an sich ist es nichts anderes als ein Roller, der gedrosselt ist und dann nicht schneller als 25 km/h fährt. Klar, also in Wirklichkeit sind es vielleicht ein bisschen mehr, weil es 25 km/h fährt, was weiß ich. Sagen wir mal zwischen 30 und 35 km/h. Man kann sich jeden 50er Roller, also einen Roller, der 50 Kubik hat, holen, diesen drosseln und dann kann man den auch mit 15 Jahren schon machen und fahren. An sich ist es auch nicht schwer, den Führerschein zu erwerben. Es ist einfach, man braucht, ja, was braucht man dafür? Bisschen Kleingeld. je nachdem, jede Fahrschule verlangt einen anderen Preis. Ich glaube, damals hat es mich bloß 100 Euro gekostet, plus noch ein bisschen was für die Prüfung, sagen wir 150 Euro von mir aus. Und dann geht man zur Fahrschule, man meldet sich an, man muss mindestens 15 Jahre alt sein. Man kann auch vielleicht mit 14,5 so ungefähr hingehen, dass man ungefähr sagt, ja, in dem der Zeitraum, da werde ich schon fertig. Und wenn ich dann die Prüfung mache, beziehungsweise den Schein so mache, dann bin ich schon 15. Dann geht man zur Fahrschule, man muss ein paar Mal den Theorieunterricht besuchen. Ich weiß jetzt nicht aktuell wegen dem ganzen Corona und so weiter, wie es da ausschaut, wie es da zugeht. Und das muss man natürlich selber sich informieren und zugucken. Einfach anschauen, wie es ist. Ich glaube, das sind 6 Stunden, sprich also 6 Mal geht man dahin. Man hat sich das Ganze schon erledigt. Dann kriegt sie einfach ein paar Bögen. Man müsste einfach ein bisschen üben. Je nachdem, es gibt Apps, es gibt so Bücher zum Ausfüllen, was zum Schreiben, wie es derjenige einfach gerne hat. Dann übt man das Ganze ein bisschen und dann meldet man sich für die Prüfung an, geht man dahin, macht die Prüfung. Wenn man bestanden hat, dann kriegst du den Schein ausgehändigt, fertig, darfst du einfach offiziell Mofa-Führerschein. Hast du einen offiziellen Mofa-Führerschein, darfst du offiziell Mofa fahren. Ganz einfach. So habe ich es damals auch gemacht. Ich habe damals einfach Prüfung abgelegt, hatte einen Mofa-Führerschein und ja, durfte fahren. Wenn man so ganz modern geht, die neuesten Mofas, soll ich sagen, so die aktuellsten und was ich damals so hatte, die sind schon teurer Spaß. Also die kosten schon ein bisschen viel Kleingeld. Aber mein Gott, muss man gucken oder muss man schauen, was man gerne machen möchte oder was man gerne haben möchte. Ich habe mir damals gesagt, ja okay, mein Gott, es kostet nicht viel, ich kann das eine Zeit lang machen. Mofa-Führerschein haben mir dann die Eltern dann auch gegönnt und dann ging das Ganze auch schon. Nice. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man mit 16 einen AM-Führerschein macht. AM ist nichts anderes außer ein Führerschein nur für einen Roller. Aber diesen Roller dürft ihr dann offen fahren. Das heißt 50 Kubik und das, was er dann drauf hat, keine Ahnung, sagen wir zwischen 50 und 60 km/h fährt er dann, könnt ihr dann auch fahren. Prinzip dasselbe, bloß muss man da eben dann einfach bisschen mehr Theoriestunden machen, bisschen fahren muss man da. Also beim Mofa-Führerschein muss man bloß einmal fahren von der Fahrschule aus. Man muss dann keine Fahrpraxis machen, also praktische Prüfung, nur Theorieprüfung. Und bei AR muss man dann auch noch eine zu der theoretischen Prüfung noch eine praktische Prüfung ablegen. Führerschein kostet natürlich auch ein bisschen mehr und dann kann sich x-beliebigen Roller mit 50 Kubik aussuchen und den einfach fahren. Wir fahren hier so lang, dass wir schon von LKWs überholt werden, aber mein Gott, ist ja nicht schlimm. Zusätzlich, was man noch mit 16 Jahren machen kann, ist der A1-Führerschein. Der ist sehr weit verbreitet. Sehr viele machen den, sehr viele haben den. A1-Führerschein ist nichts anderes außer ein 125er Motorrad. Man kann das Ganze auch mit 16 schon machen. Es kostet auch ein bisschen mehr. Man muss wieder mehr Theoriestunden machen, man muss mehr Praxisstunden machen, man muss eine Prüfung ablegen, man muss eine Theorie ablegen, Prüfung. Und ja, der Führerschein, der ist schon ein bisschen recht teuer. Aber nicht nur der Führerschein ist ein bisschen recht teuer, sondern auch Motorräder, Versicherung, alles mögliche ist auch schon ein bisschen höher in der Klasse, weil so ein Mofa kostet ja nicht viel. Da kauft man sich einfach jedes Jahr ein neues Kennzeichen. Es ist immer so ein Jahreskennzeichen, versichert das Ganze, kostet ein bisschen was, aber nicht so viel.
und dann kann man einfach das Jahr durchfahren damit. Beim Motorrad ist es dann eher andersrum, zum Beispiel beim A1, da wäre es ja so, dass man dann eben, ja, das ist eigentlich bei jedem Motorrad, da kann man sich ein Saisonkennzeichen holen oder ein Jahreskennzeichen und ja, dann zahlt man dann eben für die, entweder für die Saison oder für das ganze Jahr. Aber es ist dann auch natürlich ein bisschen versicherungstechnisch ein bisschen teurer, das ganze Spaß. Nach dem A1 gibt es die Möglichkeit, mit 18 Jahren schon einen A begrenzt machen, sprich A2 ist es. Das kann man mit 18 Jahren machen, das ist ähnlich zu A1, da muss man auch Theorie machen, da muss man auch Praxis machen, Prüfungen und so weiter, Fahrstunden, was weiß ich. Kostet auch ähnlich wie der A1, bloß man hat einfach eine andere Maschine dann einfach. Man kann, es ist jetzt so, dass man, was ist das jetzt? Das hat sich ja jedes Mal geändert mit diesem Führerschein. Man darf ja eigentlich jetzt Motorradführerschein, also diesen A2 Motorradführerschein machen mit 18 frühestens. Dann darf man das Motorrad, was man aussucht, muss auf 48 PS drosseln und es darf offen nicht mehr als irgendwas mit 90 PS, also mehr als 90 PS darf es irgendwas, also irgendwas mit 98 oder 95 PS, ich bin bei der Zahl nicht mehr sicher, aber so ungefähr um den Dreh, irgendwas mit 90 PS, mehr als 90 PS darf die Maschine offen nicht haben. Ja, da ist man mit der Auswahl auch schon ziemlich eingegrenzt. Früher war das anders, aber früher war vieles anders. Weil bei mir war das so, ich durfte ja auch den A2, wo ich Motorrad auf 48 PS drossle, aber das war dann so, dass ich jedes Motorrad drosseln durfte. Wie zum Beispiel in A1 zum Beispiel, konnte ich mir holen, einfach auf 48 PS drosseln und bam, 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 los geht's. Bam, bam, Schallmauer, Alter. Geht nicht mehr. Aber noch früher war das so, da konnte man mit 18, nur so am Rande, mit 18 auch ein begrenzt machen, da fährt man 2 Jahre 34 PS und nach diesen 2 Jahren ist man dann automatisch aufgestiegen auf A offen und durfte alles fahren. Mein Gott, das war natürlich die allerbeste Zeit, aber ich habe die Zeit leider nicht erwischt, sondern nur knapp um ein Jahr, glaube ich, habe ich das damals verpasst, aber egal. Als nächstes darf man dann noch mit frühestens 24 Jahren dann sich dafür entscheiden, einen A offenen zu machen. Und auch offen heißt, jedes Motorrad, jede Leistung einfach machen und einfach fahren. Ganz einfach. Das heißt, ihr sucht euch einfach wirklich x-beliebiges Motorrad aus, die krasseste Reins, die krasseste Ducati, was weiß ich. Und wenn ihr den Führerschein habt mit 24, dann könnt ihr einfach draufsteigen, losfahren. Das sind die Möglichkeiten, die man hat. Man kann natürlich auch immer ein bisschen früher anfangen. Ja, ich sage jetzt zum Beispiel mit 24, dann kann man, was weiß ich, weil das Ganze ja auch eine Zeit lang dauert, mit 23,5 geht man dahin, sagt ja, komm. Und dann kann man schon mal anfangen, weil bis man die ganzen Theoriestunden abgehockt hat, bis man die Prüfungen gemacht und so weiter, das dauert das Ganze schon. Aber bis der Fahrer auch immer Zeit hat, wisst ihr, seid ihr nicht die Einzigen, deswegen kann man ein bisschen früher anfangen, das ist gar kein Problem. Das habe ich auch immer mal so gemacht und es geht. Wie ich es persönlich machen würde, ich persönlich würde nicht alle Führerscheine natürlich durchmachen, sprich man fängt an mit Mofa, macht dann AM, zusätzlich noch den 125er, dann A2 und dann noch A offen. Ja, das ist natürlich ein bisschen tricky alles, also das ist halt, das ganze System ist ein bisschen, ja, ich sag's mal so, ist alles natürlich Geldmacherei, ist alles natürlich aber auch irgendwie mit Köpfen bedacht, dass man nicht zu früh zu krass einsteigt, sondern ein bisschen lockerer einfängt und so weiter und viele verschiedene Möglichkeiten hat, weil der eine sagt, ich brauche nur einen Roller, mach ich bloß AM, der andere sagt, nee, ich will einen 125er, mach einen 125er, also A1 und so weiter. Aber was ich persönlich empfehlen würde, ich persönlich würde empfehlen, euch nicht mit einem Mofa anzufangen, nicht mit einem AM anzufangen und nicht mit einem A1 anzufangen. Das wäre meine persönliche Empfehlung, beziehungsweise was ich einfach nicht machen würde. Und zwar einfach aus dem folgenden Grund, Mofa-Führerschein macht in meinen Augen nicht wirklich viel Sinn. Ich habe zwar damals das gemacht, aber naja, es muss nicht sein, weil viel hat man davon nicht. Man fährt langsam rum, man ist zwar ein bisschen flexibel, man ist zwar ein bisschen unterwegs, aber ob es wirklich sein muss, wisst ihr, 25 km/h bzw. 30 km/h, da kann euch ein Radfahrer überholen. Und es ist wirklich so. Den AM-Führerschein würde ich auch nicht machen. Einfach aus folgendem Grund, weil nur ein Rollerführerschein bringt einem auch nicht viel. Wisst ihr, mit 16 einen Rollerführerschein und dann ein paar Jahre später wieder einen anderen Führerschein, wisst ihr, das ist ja, das heißt ein bisschen blöd. Nach dem AM hat man auch die Möglichkeit zu A1, das ist der 125er, den würde ich auch einfach nicht machen, aus folgendem Grund, weil man das ja erst mit 16 macht und später, wenn man schon mit Motorrad sozusagen angefangen hat, möchte man immer weiter aufsteigen. Und dann ist es so, dass man ja eben
nochmal einen Führerschein machen muss, zum Beispiel den A2 dann und dann wieder den A offenen, wisst ihr, dann macht man 3 Motorradführerscheine und es ist halt nicht nur zeitaufwendig, sondern auch Kostenfaktor sehr, sehr teuer, weil man immer wieder Prüfungen machen muss, immer wieder lernen muss, immer wieder zahlen muss und so weiter, wisst ihr. Klar, man hat immer ein bisschen Begünstigungen, was die ganzen Kosten angeht. Wenn man den Führerscheinklasse schon zuvor hat, dann kriegt man das Ganze ein bisschen günstiger, muss man nicht so viele Stunden machen und so weiter. Das stimmt natürlich, aber trotzdem, ich persönlich würde sagen, lieber nicht. Beim A2-Führerschein wäre ich vielleicht schon eher dabei, weil man da einfach mal so mit 18 schon anfangen kann. Einfach ein schönes Bike holen, was natürlich da auch in die Klasse reinpasst. Das Ganze drosseln und ein paar Jahre fahren. Wisst ihr, fährt das Ganze dann 2 Jahre, und dann geht ihr zur Fahrschule, meldet euch da an und sagt so, ich möchte jetzt offen machen und dann macht ihr den auch. Das ist für mich in meinen Augen am sinnvollsten, was die Motorradführerscheinklasse einfach angeht, weil du dadurch einfach wirklich dir viel Geld auch sparen kannst und du kannst trotzdem dann am Ende alles fahren, was du möchtest, weil sprich mit 18 macht man einen Führerschein, 2 Jahre später macht man den Aufstieg, kostet auch nicht viel und schon kann man wirklich alles fahren, was man möchte. Wenn ich zum Beispiel sage, so, ich möchte früher anfangen mit, keine Ahnung, von mir aus 16 oder sowas, ja, dann hat man auch die Möglichkeit, zwar Mofa, AM und 125er, aber ich persönlich sage, man sollte wirklich dann noch ein bisschen warten, bis man 16,5 ist, dann kann man begleitetes Fahren mit 17 machen. Ich denke mal, viele von euch kennen das auch bestimmt, begleitetes Fahren mit 17. Das ist nichts anderes außer Autoführerschein, wo man dann eben mit einer Begleitperson, welche man angibt, ein Auto fahren kann, schon bereits mit 17. Und der Vorteil da ist, da habt ihr ja schon den AM-Führerschein mit inbegriffen. Man könnte von mir aus mit 17 schon anfangen, Roller zu fahren. Beispielsweise, wenn ihr sagt, so, ich möchte da und da schon ein bisschen mobil sein. Das ist auf jeden Fall viel sinnvoller, weil ihr könnt ja zum einen habt ihr dann euer Autoführerschein früher und zum anderen könnt ihr auch von mir aus so einen Roller holen und mit dem schon ein bisschen durch die Gegend unterwegs sein. Finde ich persönlich einfach wirklich aus meiner Sicht am sinnvollsten. Und dann, wenn ihr dann ein Jahr später dann 18 seid, könnt ihr mit Motorradführerschein anfangen. Würde ich persönlich so machen, würde ich persönlich auch so empfehlen. Viele, die dahergehen und sagen so, nee, ich möchte aber Ding mit 16 schon anfangen. Oder mit 15 von mir aus. Mit 15, klar, ist ein bisschen schwierig, da muss man ein bisschen abwarten, weil entweder Mofa oder AM, aber da würde ich wirklich einfach die Finger davon weglassen. Das ist mein Tipp da an euch. Und wenn man sagt, nee, ich möchte unbedingt von mir aus 125er machen, dann sage ich, okay, wenn das nötige Kleingeld da ist und wenn ihr wirklich sagt, nee, ich möchte es unbedingt haben oder ich möchte es unbedingt machen oder ich bin darauf angewiesen, ich muss ein bisschen mobil sein und so weiter, dann okay, steht hier, dann kann man das natürlich machen, wenn man das wirklich die Kostenfaktoren und alles mögliche da erfüllen kann, weil es ist halt sehr, sehr teuer mit 16 Jahren schon 125 sich anzuschaffen und Führerschein und so weiter. Das ist halt wirklich extrem viel Geld, welches man sich entweder sparen könnte fürs Autoführerschein, also vielleicht zwar mit 17 beispielsweise und dann später für einen richtigen Motorradführerschein, also dieses A2 oder dann A offen. Ja, ich meine jetzt nicht damit böse, wenn ich sage richtiges Motorrad. Klar, also 125er ist auch ein Motorrad, das stimmt. Das meine ich halt, die große Maschine damit. Nicht böse gemeint, meine ich. Ich verstehe. Das wäre von mir aus so eher die Empfehlung. Weil da hat man wirklich so die Möglichkeiten erschöpft, die man hat. Und man spart sich dadurch auch wirklich Zeit und Geld. In dem Fall muss man dann natürlich für sich persönlich entscheiden. Man muss für sich persönlich sagen, ob sich das lohnt oder nicht. Wenn man sagt, okay, ich kann warten, ich habe die Zeit und ich habe die Geduld, dann klar, warum nicht? Man wartet mal noch ein bisschen. 1-2 Jahre und dann macht man den großen Führerschein sozusagen. Und wenn man sagt, nee, ich möchte jetzt unbedingt und ich habe jetzt auch das Geld dafür angespart und ich brauche das, okay, dann kann man das so machen. Es gibt jetzt auch keine Gewähr von mir, je nachdem wann das Video online kommt, wenn ihr das Video ihr anschaut und so weiter. Das ist jetzt auch zu dem Zeitpunkt aktuell ist, weil ihr wisst ja, die Führerscheinklassen, die werden sich immer ändern. Es hat sich sehr oft vieles geändert und es wird sich auch immer wieder vieles ändern. Ja, auf jeden Fall würde ich mal sagen, das war es auch schon mit dem heutigen Video. Ich bedanke mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
hoffe, euch hat das Video gefallen. Leute, nicht vergessen, mir unbedingt Daumen nach oben da zu lassen. Schreibt mir gerne was in die Kommentare. Falls ihr schon Motorradführerschein gemacht habt oder irgendwelche Klassen schon da, was habt ihr für einen Einstieg gehabt? Wie habt ihr das angegangen? Wie seid ihr da in die Szene reingestiegen? Oder wenn ihr noch jünger seid, dann schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr gerne machen würdet oder was ihr vorhabt, so gerne zu machen. Würde ich mir an der Stelle auch interessieren. Falls ihr diesen Kanal von mir noch nicht abonniert habt, unbedingt abonnieren und die Glocke einschalten, damit bloß kein neues Video von mir verpasst. Checkt auch mein Instagram-Account ab, da seid ihr jeden Tag frisch dabei und aktuell mit mir, da bin ich immer schön fleißig am Posten. Und ansonsten, Leute, würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ihr wisst Bescheid, immer schön live fahren und also dann, peace out.